56%, das heißt, es ist nur 44% sind noch zu haben. Also da wird es noch um ein bisschen was gehen jetzt. Ne? Das wird nun sehr spannend. Ich spiele im Expertenmodus und ich möchte den Expertenmodus jetzt beenden. So, wo? Hier war gut. Dann gehen wir mal hier hin. Ja, wie sie sich alle draufcatchen da um das Gebiet. Ich natürlich auch, ist klar, ne? Niemand ist hier blöd, ne? Also die KI ist nicht blöd auf dem Experten-Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Da geht die ab. So. Jawohl. Schön erwischt. So, schnell ein bisschen Geld machen hier. Jawohl, der Preis geht rauf. Super. Schöner Anfang. Da kann man was damit anfangen. Mach gleich die Silos hier fertig. So, komm, brauch Geld. Maulwürfe nehmen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht kleckern, klotzen. Wir brauchen hier ein bisschen Investition für den Anfang. So, aber unter 8, da versteht es keinen Spaß mehr. Wow, gute Ölfelder. Schaut's euch an. Aber es ist auch Stein hier. Das heißt, ich nehme gleich das da. Oh, brauch Geld. Scheiße, ich brauch Geld. Aber wisst ihr was? Ich verschwende das Öl jetzt nicht. Ich nehme Kredit drauf. Mucke ist übrigens geil. So, da müssen wir scannen. Was ist hier? Gas oder was? Das ist ein leeres Gasfeld oder was soll das sein? Lol. So, ich mache hier mal einen Megascan, dann kann man das ein bisschen anschauen. Wow! Sexy! Nehmen jetzt noch mehr Geld auf. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir das überhaupt rauskriegen hier noch rechtzeitig. Was ist da hinten? Da ist auch noch was. Ne, da habe ich mir verschaut. So, Dalli Dalli. Ja, mir fehlt's Geld. Muss mal schnell ein bisschen was verkaufen. Ich kann nicht noch mehr Kredit aufnehmen, das rentiert sich dann echt nicht mehr. Oh, hier ist der Preis ganz in Ordnung. Ich habe hier fast kein Gas, also wir müssen das nehmen, was wir kriegen können. Ich nehme das Gas da mit. Schauen wir, was hier noch ist. Nix. Hätte ja sein können. So, wir nehmen nur zwei Maulwürfe, ich will nur ein bisschen das Gebiet hier offenlegen. Wow! Riesen Gebiet noch! Ja, das schaut jetzt nicht so schlecht aus, Leute! Ja, das schaut gut aus! Das wird's, das wird's! Nicht so schlecht. Haben wir ein nicht so schlechtes Gebiet erwischt. Das ist wirklich Oil, Oil, Oil. So, wir machen einen super Silo. Hoppala. Es ist das Silo. Na komm jetzt. Lass dich das setzen, du Rattete. So. Ja, das muss ich irgendwie wieder rauskriegen hier. Schauen wir mal, was hier ist. Vielleicht ist irgendwo Gas. Das ist ein gigantisches Riesengebiet. Das muss man mal rauskriegen. Rechtzeitig. Um das geht's mal. Wisst ihr was? Ernsthaft? Ich muss da nachhelfen, weil das kriege ich nicht rechtzeitig raus. Scheiß drauf, nochmal Geld. Das kriegen wir sonst nicht rechtzeitig raus hier. Und dann wird das Öl verschwendet. Das ist ja unser Geld. So, ich lasse jetzt aber nochmal einen so einen Sucher. Was läuft hier so? Hallo, was ist denn da los? Oh, nee. Alter, fick dich doch mit dem Felsen hier. Willst du mich verarschen? Ah, egal, es rentiert sich. Unter da. Ich brauche
Oh, ihm geht's gut. So, das reicht. Oh. Hallo? Das ging doch noch gerade. Na, no. Lässt's mal. Ist das ein Schwein, das blöde Ding hier? Lässt's mal nicht hinsetzen. Ganz kurz immer geht's. Jetzt. Das ist eine Ratte da, ey. Aber wir brauchen einen super Preis, oder? So, das muss alles raus hier. Ja, toll. Und wo gehen wir das jetzt hin? Wie kann denn hier Spillage sein, wenn die alle da stehen? Was ist denn das? Ja, hier ist ein scheiß Preis. Ich habe keine Silos mehr. Muss jetzt zwangsverkaufen. Ja, aber der Preis geht drüben rauf. Das haut hin. Hier ist überhaupt kein Gas, Leute. Ich investiere jetzt nochmal, weil vielleicht können wir irgendwie hier nur Gas finden oder sowas. Nee. Ja, hier ist kein Gas, aber das Öl ist sensationell. Also, wir verdienen hier gutes Geld. Es läuft, würde ich sagen. Ja. Das ist eine gute Map hier. Der Preis geht runter, wir werden das jetzt gleich stoppen, den Verkauf. Der Preis geht massiv nach unten. Rechts geht er nämlich gleich rauf. Geh rauf, rechts. Komm, komm, schneller, schneller. Komm. Er hängt, aber das wird sonst nichts mehr. Besser das ist wie gar nichts, sag ich mal. Komm, komm, komm. Ja, ihr seht, er geht schon runter. Ne? Aber super Gebiet. Hey, hallo, 51.000. Na gut, wir haben einen Kredit, aber das ist ja scheißegal, Leute. So, pass auf. Schauen wir uns die Map an. Super Ölfelder. Da kann man überhaupt nicht meckern. Ja, Zinsen 4.000, aber das ist voll okay. Das ist voll okay. Ich glaube, bei den Zinsen ist nämlich eingerechnet, das, was man überhaupt sowieso zurückzahlen müssen, plus Zinsen, so. Also 45.000, ne, kann man nicht meckern, 45.500, das ist gutes Geld auf jeden Fall. Was haben denn die Konkurrenz? LOL, willst du mich verarschen? Was geht mit der ab? Ey, was hat denn die für ein Gebiet gehabt? LOL, ich freue mich über 45 hier, Leute. Boah. Wieso hat die so viel Geld gegeben? Wie geht denn das bitte? Ja, vielleicht hat er die Gas und den Preis so hochgetrieben, anders kann man sich nicht vorstellen. Alter, die hat so viel Geld, die kann man alles vor der Nase schon wieder wegschnappen. 4%, was zahlen wir? 50.000 Minimum. Wir brauchen die Prozent hier. 40.000, nein, mehr will ich nicht zahlen, das ist so viel Geld. Wenn ich es nicht eh vor der Nase weggeschnappt kriege. Ja, seht ihr, das macht die doch absichtlich. Das ist doch sie. Zahlt mir 54.000. Ja, immerhin. Aber sie kommt mal sehr, sehr nahe. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Leute. Na gut, suchen wir sich Gebiet. Also das hier scheint super Gebiet zu sein. Eins von diesen beiden möchte ich haben. Oh, die streiten sich sehr schön. Schön, schön. Hey, hey, verpiss dich. Das ist mein Gebiet. So, was zahlt denn der jetzt? Nur 6.000. Wärme? Das ist Wärme. Aktiviere alle Anschlüsse in einer Pipeline, die das Gas umgeben. Jo, das muss ich erst erforschen und dann kann ich das Gas größer machen. Und so schaffen die das. Warte mal, aktiviere alle Anschlüsse in einer Pipeline, die das Gas umgeben. Das sorgt dafür, dass das Gas sich auswirkt. Aktiviere alle Anschlüsse. Oh, das kostet 60.000. Das Geld habe ich nicht. Was kann sie rentieren? So macht die ihr Geld da, wenn ihr mich fragt. Die hat sicher Wärme. Oder? Gas? Ja, ja, Wärme 3. Oh Gott! Gott! Jetzt weiß ich, wo die die Kohle herkriegt die ganze Zeit. Scheiße. Das Fördern ist ja gar nicht so wichtig, nur das Gute vermarkten. Ne?
der Preis geht aber drüben rauf. Das ist okay. Geht schön nach oben, der Preis. Gut. Nehme ich drei Maulwürfe diesmal nur. Sparprogramm. Schauen wir, wo es was gibt und dann machen wir dort Scans. Also wir haben Gas, aber kein Öl. Da, hier könnte Öl sein. Nur Gas, wenn ich welche habe jetzt. Nö, nö, das ist Öl. Okay. Also kein großes Feld. Und hier auch anscheinend. Schon ein Miniscan. Ja. Aber wisst ihr was, dann nehme ich dieselbe Leitung. Da ärgere ich mich nicht lange. Preis ist hier in Ordnung. Das geht. Ja, der Preis geht. Über 1 ist für mich okay. Unter 1 ist einfach nur scheiße. So. Mal ein bisschen Gas geben hier, Jungs. So, hier ist noch was. Dann machen wir hier mal einen Scan. Hier ist noch Öl. So, da werden wir aber eine eigene Leitung. Wenn ich es von hier mache, blockiere ich den da wieder. Oh, da ist auch was. Oh, dann machen wir das nur mal anders. Drei kann ich nicht. Machen wir das so. So, ich nehme nur zwei Fuzis, weil wer weiß, was wir hier nur so finden. Das würde ich gerne wettern, aber ich habe kein Geld mehr. Recht steigt der Preis, das kommt mir ganz gelegen, weil ich muss eh verkaufen. Warten wir noch ganz kurz, dass es über 1 geht. So, verkaufen, Jungs. 1, 2, 3, noch ein paar Kutschen dazu. So. So, du hast was, das ist der hier, oder was? Wer hat noch was? Du? Okay. Fragen wir nur wo. Machen wir mal einen größeren Scan. Ja, der wird das da meinen. Oh. Ja, bis jetzt ist der Preis ganz in Ordnung, aber unter 1 verkaufen wir nicht. So, schön einlagern die ganze Scheiße. Und dann werden wir mit dem Gas, was wir hier haben, den da fördern. So machen wir es. Ich nehme aber trotzdem noch einen Futz. Es gibt ja nicht, dass hier in der Mitte gar nichts ist. Ich riskiere jetzt einfach mal 500. Für einen Riesenscan. Ja, da ist noch was. Sag ich doch, rentiert sich. Super. Aber ich brauche Geld. Haha. Ja, der findet jetzt das, was ich eh schon gefunden habe. Was für Zweige nicht in dem Bereich, das ist blöd. Oh, hier ist gutes Geld. So, hier müsste gleich aus sein. Genau. Mal hier. Und dann werden wir hier im Preis gleich rauf. Da muss ich ja nicht warten. Ich schau noch mal, ob hier noch was ist. Ja, da ist noch Öl. Okay. Dann bauen wir da hin. So. Der Preis müsste jetzt hier gleich voll laufen. Jawohl, so, schön verkaufen, Jungs, schön. Ist jetzt nicht viel, aber auf 1,40 haben wir es auch rausgelegt. Na gut, ist nicht die Welt. So, hier rüber. Ja, aber ich würde sagen, es läuft nicht so schlecht. Ich kann mich da nicht beschweren. Hier ist noch, glaube ich, was.
Schaut das nur so blöd aus? Ne, da ist nur Öl. Ha. So, aber ich nehme noch einen Wunschelfurz. Wisst ihr was? Mach ich schneller Dreierleitung, für dich uns knapp. Und nicht um den Preis. Hier hast du noch was? Okay, jetzt wird's knapp. Den Richtungsgehen. Ja, das ist nicht mal so wenig. Da runter. Ah! Scheiße, ich muss noch einen Felsen durch. Das Problem, was ich habe, ist halt, ja. Gut, ich muss das jetzt mit Gas rauspressen hier, da müssen wir nochmal investieren. Sonst kriege ich es gar nicht mehr raus von der Geschwindigkeit, ja. So, rechts geht der Preis rauf, links geht der Preis rauf. Hier sind wir verkaufsfähig. So, 10 Kutschen darüber. Jawohl, läuft 1,20 links, 1,20 rechts, 1,30 links, 1, fast 30 rechts. Jo, die Preise, super. Wir haben alles. Zack, bum, bing. Map wird aufge... Oh, da war... Oh, da haben wir aber einiges übersehen. Aber 40.000 haben wir rausgeholt. Da weinen tue ich nicht drüber, aber die haben sicher mehr. Hey, der geht mal am Arsch mit. Das ist sicher mit seiner Wärmefackleitung. Aber mit 3% verliert der sowieso die Prozent. Der soll das ruhig raushauen, die Kohle. Ja? Ich muss nur sie. Sie ist meine Hauptkonkurrentin. Der kann gar nicht mal so viele Prozente kaufen, dass er mir gefährlich wird. Noro! Hi! Ich stream jetzt Turm Oil. Kennst du das? Ich weiß nicht, wie lange du schon da bist, aber ich sehe es jetzt. Ich bin so am Ölbohren hier. Ja? Ich sag dir mal, worum es geht, weil ich nehme dir dann, du kennst es. Es geht natürlich um Ölbohren hauptsächlich und es geht darum, wer die Stadtteile hat. Hier, das da. Das ist gleich die Aktion. Ich bin zwar in Führung, aber mein Problem ist, ich habe keine Kohle. Technisch gesehen bin ich auch ein bisschen hinten. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.